Das ist ein 3er BMW. Und das ist der GP3.10 von AC Schnitzer, der wohl extremste 3er BMW der Welt. Ein Prototyp mit Straßenzulassung und eine lindgrüne Spielwiese für die Ingenieure des Aachener Tuners. Es ist ein Konzeptcar und wir wollen mit diesem Konzeptcar einfach mal zeigen als AC Schnitzer, was machbar ist. Und das dokumentieren wir halt alle 2 Jahre auf der IAA. Dafür ist dieses Fahrzeug aufgebaut worden, wo wir dann eben als Tuner alle Möglichkeiten, sowohl Fahrwerk, Aerodynamik, Motorkonzepte in einem Fahrzeug komplett darstellen möchten. Mehr als leere Worte, denn schon allein das Motorkonzept ist einzigartig. Den V10-Zylindermotor des M5 unter die Haube des Dreiers zu verpflanzen ist gut. Ihm zusätzliche 45 PS einzuhauchen ist besser. Aber erst sein bivalenter Antrieb macht den GP3.10 zu einer Sensation. Der Star der Tuning-Szene fährt sowohl mit Super als auch mit Gas. Der Wechsel erfolgt per Knopfdruck. Was jetzt folgt, gibt dem Begriff Vollgas eine ganz neue Bedeutung. Nie zuvor katapultierte sich ein gasgetriebenes Auto derart schnell nach vorne. Gerade 4,5 Sekunden vergehen bis Tempo 100. Aber fast entscheidender ist das, was hinten rauskommt, nämlich 15% weniger CO2 als im Benzinbetrieb. Ein ungewöhnliches Auto. Ungewöhnlich vielleicht in dem Maße, weil noch keiner es gewagt hat, sag mal, so ein leistungsstarkes Fahrzeug mit LPG auszurüsten. Und wir können halt hier zeigen, dass es doch in der Motorentechnologie möglich ist, so ein Fahrzeug auch mit Gas zu betreiben und eben auch diese Fahrleistung zu erreichen. Das geht besonders gut auf der 12,6 Kilometer langen Kreisbahn von Nardò. Und so reiste das Schnitzer-Team vor 2 Wochen mit dem GP3.10 nach Süditalien. Mission, ein neuer Geschwindigkeitsrekord für Autos mit Flüssiggasantrieb. In Nardò ist es für uns sehr, sehr gut gelaufen. Wir haben da einen Weltrekord gefahren mit diesem Fahrzeug, sowohl also in Gas mit 318,1 Stundenkilometer. Der alte Rekord lag bei 302 Stundenkilometer. Also wir haben da die Marke doch mächtig nach oben geschraubt. Zoll Felgen, brachiale Optik, Zusatzflügel. Vom Öko-Auto ist der GP3.10 äußerlich so weit weg wie eine Windmühle von einem Atomkraftwerk. Die Liebe zum Detail setzt sich bis in den Kofferraum fort. In einer Art Schmuckkästchen finden sich Werkzeuge und passende Adapter für Gaszapfanlagen in ganz Europa. Ob der 10-Zylinder gerade Gas oder Benzin schlürft, ist für den Fahrer kaum zu spüren. Auch den Ohren bleibt der Unterschied verborgen. Das Öko-Vollgas-Tier klingt so, wie man es von einem Sportwagen der 550 PS-Liga erwartet. Spätestens hier ist dann auch Schluss mit den umweltschonenden Ambitionen. Grün und braun, die Farben des Innenraums, polarisierend wie das gesamte Auto. Die Nachfrage dürfte dennoch klar das Angebot übertreffen. Denn der Schnitzer GP3.10 bleibt ein Einzelstück im Wert von 200.000 Euro. Es soll absolut nur ein Konzeptcar bleiben. Wir werden so ein Auto nicht nochmal nachbauen und wir werden es in 2, 3 Jahren verkaufen. Aber vorher wird es nur dieses eine Auto geben und dann kann der Kunde es gerne kaufen. Also werden wir den Star der grünen Bewegung wohl sehr selten in freier Wildbahn sehen. Einige seiner Gene werden jedoch sicher an weitere Schnitzer-Nachkommen vererbt. Die lindgrüne Farbe eher nicht.